eigentlich wollten wir, ja, wir wollten uns das, ich wollte mir das Video schon lange angucken, Digga, hab's aber gar nicht gemacht, Alter. Genau. Mit Gaso von mittags bis morgens saufen gehen in Hamburg. Bruder, das habe ich ganz vergessen, das wollte ich mir schon lange mit euch angucken. Kommst kurz im Video vor. Ja, er hatte mich FaceTime angerufen. Ich kann mich noch dran erinnern, Digga. Ich wusste aber nicht, dass die da aufnehmen. Er hat angerufen, hat nur gefragt, ah, wie geht's, Bruder? Dies, das, Ananas. Augel, Josh, film mal den anderen, bitte. Ja, Digga, wir sind in Hamburg, Digga. Hier auf dem Switch, komm mal rum, Digga, Alter. Mehmet, Digga, bin ich zur Schule gegangen? Ich glaub's nicht. Wie kommst du denn? Ja, das war ein doofer Zufall. Ich war gerade mit ein paar Leuten unterwegs, dann hat Gaso FaceTime angerufen und dann hat sich rausgestellt, dass er mit dem einen Kollegen, mit dem ich unterwegs war, früher zusammen zur Schule gegangen ist. Zu diesen Ganoven! Heute ist die Stimmung hervorragend. A la Baudin. Excellent, Mademoiselle. Heute ist ein besonderer Moment. Ich habe schon immer zu Gaso gesagt, dass er mehr Instagram machen soll, dies, das, weil er einfach so ein geiler Typ ist, Digga. Aber ich kann euch auch sagen, so ohne jetzt so ins Detail gehen zu wollen, ich glaube, am Ende ist vielleicht auch einfach, hat man vielleicht auch ein bisschen Angst, dass man, die Medien sind so eklig. Ich glaube, Gaso hat auch vielleicht ein bisschen Angst, dass die Medien irgendwas auseinandernehmen, whatever. Egal was man macht, die Medien nehmen immer alles auseinander. Gerade in seiner Position. Jawohl. Jetzt glühen wir vor, ja? Wir glühen jetzt vor. Guck mal, siehst du, wie glücklich ich eigentlich jetzt bin? Auf die gehobene Gesellschaft! Was ist denn mit dem Schwarzschmerzen mit Ito? Nopo, ich hab gerade... Ein seltener, aber erfreulicher Anblick. Ist ja auch was zum Feiern gibt heute. Ich weiß noch nicht was, aber wenn wir gleich raus will. Ja, Hamburg geht was, Digilan! Gut geschnittenes Video, aber auch, muss man sagen, Digga. Tom, ich glaube, du hast heute jemanden gefunden, der die Konferenz machen kann im Trinken. Nee, niemals, bist du verrückt oder was? Ich zeige euch die Stadt von ihrer schönsten Seite, okay? Das erste Ziel ist erstmal Spaß haben und die Gemeinschaft, der Gemeinschaft frönen, ja? Jetzt hat es gut angefangen. Aber habt ihr gesehen, Gaso trägt jetzt auch mittlerweile Prada, Dior, Ananas, dies, das und so. Als ich ihn, waren das vor 2-3 Wochen, nämlich wie ihn getroffen hat, hatte er eine Dior-Bauchtasche oben. Da habe ich zu ihm gesagt, Bruder, oha, Dior Mio. Und dann sagt er zu mir, ja Bruder, Mondi, du hast es vorgemacht, immer hier teure Gucci-Mutti und so. Aber steht ihm verdammt gut. Fangen, ja? Die erste Dompi ist Intus. Jetzt habe ich mir natürlich gedacht, was mache ich als nächstes mit den Jungs? Guck dir das an. Möwe, Taube, together. Völkerverständigung. Kulturell, voll nicht offen hier. Guck dir das an. Wo wir keine Kohle hatten in der Tasche. Erstmal Zapstadab Alkohol organisieren. Dann noch schnell irgendwie die Schabracke aufgerissen. Hinsetzen, reinbechern, Gas geben. Ja, hast du gerade Alkohol gehört? Ja, natürlich, Digga. Da unten Das ist der legendäre Jungfernstieg. Bei dem Bau dieser Bahn ist sogar ein Mitarbeiter umgekommen. Guck mal, mein Habibi ist auch da, mein Habibi. Ja, alles Freunde hier. Das ist Hamburg, Digga. Hier gibt's keinen Stress. Als ob wir uns ewig kennen. Guck mal, als ob wir uns ewig kennen. Ne? Auf deinen Nacken, auf seinen Nacken. Ich verdiene nicht so viel Geld. Ich auch nicht, deswegen. Geh mal in die Kameramusik, komm mal her. Ich bin Steuerfahnder zugekommen. Mit Finanzamt haben wir nichts zu tun. Das haben wir schon lange nicht mehr getrunken. Weißt du, wie oft ich das früher in der Disco getrunken habe? Du bist auch Corona, ne? Weil ich dich kenne. Hier kriegen wir wenigstens noch ein Corona geschenkt, verstehst du? Wir haben auf jeden Fall viel Zeit hier verbracht. Und auch die Jugendlichen heute verbringen auch hier viel Zeit. Passiert auch manchmal viel Scheiße, aber ist doch immer so, wenn viele Leute zusammenkommen und Alkohol fließt, dann passiert auch mal Scheiße. Aber hier ist gechillt, alle sind zusammen. Bier schmeckt mir auch. Dieses Champagnerzeug. Hamburger Alster um den, ich glaube, Jungfernstieg ist das, ne? Mönckebergstraße ist schon eigentlich eine schöne Ecke, Digga. Ist nichts für mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Schnösel und so. Ja, Schnösel. Tommy ist ja ein richtiger Schnösel. Wie, was, wo? Wie glücklich er da einfach aussah. Wie glücklich er da einfach aussah, Digga. Wie so ein kleiner Milchbubi, oder? Große Wahl! Große Wahl! Let's go! Komm on! Walle! Go, Walle! Oh, hier. Zwei Kontakte, komm! Jawoll! Mit oder ohne Ticket fahren wir? Zwei Stationen ist immer frei. Zwei Stationen ist immer frei. Das ist der türkische Heinwalle. Erstmal aufsteigen lassen.
Wurdest du schon ein paar Mal beim Schwarzfahren erwischt? Nein, Mann! Gibt es Tricks, wie man nicht erwischt werden kann? Ja, laufen! Meine Schwester hatte mal einen Freund, ne? Mit dem war die hier und die haben gesoffen, ne? Das ist die längste Rolltreppe in Hamburg, ne? Von ganz oben runter, hat die ganze Fresse offen und unten sagt er, und sehe ich schlimm aus? So ein Feini. Ich denke, so 18 Monate sind das insgesamt, ne? Also so 12 Monate auf jeden Fall. Und dann nochmal die 180 Tagessätze. Müssen wir gucken, wie das heißt, Deichsel, ne? Wir gehen rein wie Männer und kommen raus wie Männer. Gibt es irgendetwas, was die Sorgen bereitet bei dem Gedanken, dass man halt ein paar Monate weg ist? Ehrlich gesagt nur die Kinder, aber sonst habe ich keine Sorgen. Ich kenne drinnen so viele wie draußen. Also ist für mich ist es wie Klassentreffen. Gibt es irgendetwas, was du dir vielleicht aus der Knastzeit erhoffst? Ja, ich will mit Spanisch rauskommen. Ja. Ende des Jahres Spanisch. Muss. Yeah. Jetzt hier, safe, Alter. Muss, Alter. Fest. Hast du jemals berührt? So wie er schon gesagt hat, Digga, so wie er schon gesagt hat, das Schlimmste ist halt für die Kinder. Ich habe mit ihm da auch ein bisschen so drüber geredet, ich will jetzt nicht so privat reden, aber Gaso wird ja auch nicht jünger, der wird ja auch älter, so wie ich. Und gewisse Sachen sieht man vielleicht auch ein bisschen anders als früher. Ich glaube, ich kann für jeden sprechen, nicht nur für ihn. Niemand geht gerne in den Knast. Niemand geht gerne in den Knast und verpasst Zeit mit seinen Kindern. Wie er gesagt hat, er nimmt die Strafe halt hin wie ein Mann. Was soll er machen? Und man kann von ihm halten, was man möchte, so. Wenn ihr keine Freunde von ihm seid, ist ja auch okay. Aber das, was ich mitbekommen habe, so vom Gericht auch, ist die Strafe, die er bekommen hat, auch absolut lächerlich, Digga. Vielleicht wird er euch irgendwann da selber mal ein bisschen mehr zu erzählen. Aber die Strafe, die er bekommen hat, ist absolut lächerlich, Digga. Das ist wieder dieses Exempel statuieren. Absolut lächerlich, Digga. Eigentlich mit der Anstalt, die hinter dir so imposant aufgebaut ist? Gott sei Dank nicht, weil ich immer meine Sachen ordentlich durchführe. Oh Mann. Zickzack. Einmal Reisegruppe bitte reinkommen. Jägermeister-Time. Hey. Aber 9:36, keine Chance. Viel Spaß dabei, Alter, Digga. Scheiße, Alter, das ist anstrengend. Ich muss dein Gesicht. Mit Tommy chill ich immer am liebsten, da braucht man immer sein eigenes Geld nicht anfassen. Ja! Hey, langsam gefällst du mir wieder! Hey, ja! Oder wenn die auf das Ding so raufprügeln, ne, wir hätten da 936 gemacht. Das ist das Motto für heute! 901! Jethro hat ja über 990 geschafft, das war aber auch ein anderer Boxautomat, Bruder. Das haben wir immer im Knast gehört! Weltberühmten Palm aus Plastik. Hier haben wir auch viel Zeit verbracht, auch in der Jugend schon, ne? Haben wir viel, viel gemacht. Also Gaso ist Hamburg durch und durch, Digga. Der liebt Hamburg, der liebt seine Hood. Der bleibt da so treu und auch wenn er mehr Geld verdient hat, ist er immer noch, also der trägt Nase nicht hoch. Versteht ihr, wie ich meine? Der geht nicht über den Kiez oder durch seine Hood und trägt Nase hoch und denkt, er wäre was Besonderes, Digga. Und geiler Ausblick auf jeden Fall. Ist man stolz, Hamburger zu sein. War das ein Meilensteinpunkt für dich in deiner Karriere, dieser Track? Der hat so krassen Bartwuchs wie du. Das ist ein guter Punkt, Digga. Ist auch mein Alter. Die Frage ist, ob, wenn er wechseln lässt, ob was kommt oder bei mir, Bruder. Moisty Meier. Für uns alle, denke ich, ne? Ja. Auf jeden Fall, ja. Ich werde ihn ja auch anrufen, Digga. Aber heute ist Montag, heute nüchtert er langsam vom Wochenende aus. Und habt ihr es gesehen, Digga? Deswegen habe ich mir die Jungs auch zu mir geholt. Also klar ist es jetzt von der Optik nochmal ein bisschen was anderes. Aber so ein bisschen Keller-Feeling bei mir und Treppenaufgang in mein Schlafzimmer kommt hoch. Deswegen habe ich mir die Jungs hierher geholt, damit sie mir den Hamburger Flair in mein Haus holen. Gehst du in den Hubs besuchen, sei mir nicht sauer. Also ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich verstehe mich sehr gut mit Gaso und wir haben ein freundschaftliches Verhältnis, keine Frage. Aber ich glaube, dass es deutlich, also definitiv andere Menschen in seinem Leben gibt, die eine tiefere und wichtigere Bedeutung für ihn haben als ein Onkel Monty, der ihn mit Knast besucht. Versteht ihr, wie ich meine? Wenn er's möchte, komme ich natürlich. Aber Bruder, ich glaube, es sind andere Menschen in seinem Umkreis, die er seit er, ja? Ich kenne ihn seit ein paar Jahren, Bruder, ist...
seine Familie soll ihn besuchen, Bones soll ihn besuchen, halt Leute, die, ne, ihr wisst, was ich meine. Hey, der, alle, der findet schon nicht das Loch und will schon loslegen, Kurwa. Oh. 1,86 schon. 1,86 ist schlecht, oder? Tommy. Das ist der Rekordhalter hier. Ja, ja. Mal gucken, was er jetzt raus ist. Hau raus jetzt, das Ding. Scheiß Knacki, was du bist. Heftig, Digga. Digga, er hat direkt einen heftigeren Schlag als alle anderen. Heftig. Das Kreuz habe ich erst jetzt gesehen. Das Kreuz. Das ist Brians Kreuz, Digga. Digga, das ist ein Kreuz, die haben uns doch komplett verarscht. Ich sag's euch, so wie es ist. Ja! Komm! Hey, komm her, du so! Komm her, du Sau! Was soll das, Digga? Da soll mal diese Anlage mir geben jetzt. DJ Gaza. In the mix. Ich glaube, mit den Jungs kann man schon viel Spaß haben, Digga. Wenn man auch halt Alkohol trinkt und so. Oder kann man viel Spaß mit den Jungs haben. An den Dingen hat Logan Paul sich die Hand gebrochen. Pascal hat sich wirklich die Hand gebrochen? Ja? Ehrlich, Bruder? Wieso, ist er abgeknickt, oder was? Der hat sich die Hand gebrochen, das hat man ja gar nicht mitbekommen. Was ein Lappen, Kapi. Abgerutscht und gegen die Kante geschlagen, ja, okay. Jeder Profi, Boxgeschichte war hier, ohne Scheiß. Wir sind noch ein Poster von dir hier. Ja, muss man mal den Chef fragen, was hier los ist, alle. Der Laden hier hat auf jeden Fall eine Mega-Geschichte. Gut, dass der Mann mal hier hinkommt, weil dieser Mann wird die Geschichte von MMA auch nach oben treiben. Hier ist auch Geschichte vom Boxen, auf jeden Fall, 100%. Ich wäre dafür, dass du jetzt einfach mal ein paar Tricks hier am Boxsack auspackst. Okay, Tricks, Kartentricks oder was? Welche Tricks? Weißt du, wer das ist? Der gesagt hat, du kennst das Video, wo du einen Ohrfeige gegeben und sagt, noch ein Problem. Der ist das gewesen. Ach, der hat sich hier genau. Das kannst du reinschneiden. Ach, guck mal, ich muss hier Vor 5 Schatz habe ich gesagt, Diggi, mach langsam, du bist weiter. Nein, sagt er, komm. Ich geh aufs Ganze, sagt er. So, wie war die Ritze? Oder die Bauchtasche, die Gase da oben hat, ist übelst Niceness. Auf jeden Fall, wenn man in Hamburg ist, muss man die Ritze besucht haben, auf jeden Fall. Ja, Leute, das war der Hamburg-Vlog. Ab der Ritze konnten wir leider nicht weiter drehen. Sieht man am Tommy. War nicht mehr jugendfrei. Sieht nicht mitgenommen aus. Nein, Spaß beiseite. Haben noch ein paar Freunde getroffen. So. Aber war ein geiler Abend. Auf jeden Fall ein geiler Tag. Vielen Dank an Tschüsses. Bester Mann. Auf geht's. Ciao, ciao. Ja, geiles Video. Ich muss auch sagen, ist auch echt nice geschnitten gewesen. So. Also wirklich gutes Video. Und ich, egal, was du mit Gaso drehen wirst, mit den richtigen Rums, wenn er sich wohlfühlt, wird immer guter Content entstehen. Gaso ist der Typ, der sich halt auch irgendwie, der könnte auch filmen, wie er kacken geht, die Leute werden es feiern, so wie bei mir. Egal was Gaso macht, die Leute werden es feiern, Digga. Die ihn mögen, werden alles feiern, was er macht. Versteht ihr?